Das Verständnis von Tanz in unserer Gesellschaft ist sehr niedrig im Vergleich zu Musik. Das Innovative für mich an Kita Tanz ist, dass die Personen, die damit arbeiten, einen anderen Blickwinkel und einen anderen Zugang bekommen zu den Kindern. Was soll im Tanz vermittelt werden? Was soll den Erzieherinnen vermittelt werden? Den Tanz als künstlerische Praxis zu vermitteln, und dafür muss man auch eine Qualifikation haben, die das ermöglicht. Es war ein Bedürfnis, dass wir eine gewisse Regelmäßigkeit haben. Das heißt, das ist was sehr selten ist in so einer Fortbildung, dass man sich jede zweite Woche trifft. Ich möchte keine Rezepte vorgeben. Ich möchte nicht, dass Sie rausgehen mit 5 Übungen. Das können Sie auch, wenn Sie möchten. Aber ein gewisses Grundwissen musste da sein. Das heißt, die Vermischung von Theorie und Praxis. Das Projekt und auch das Konzept Kita Tanz ist eine wunderbare Ausgangsmöglichkeit für uns, das Thema Tanz und Bewegungskultur auf einem akademischen Niveau zu reflektieren und auch zu vertiefen. Erweitert muss es natürlich werden um eine metatheoretische Reflexion ästhetischer Prozesse im Kindesalter. Also wir werden das praxisorientierte Konzept aufgreifen und es dann sozusagen nochmals durch die akademische Waschmaschine schicken. Jeder Körper erzählt eine Geschichte. Kopfstand und Rückwärtslaufen, das sind so Sachen, die jedes Kind können müssen. Hier ist es das beste Ort, das zu lernen. Sie lernen, sich abzustützen, vom Boden wegzudrücken. Und das zum Beispiel fördert unglaublich die Widerstandskraft in den Kindern auch. Wer profitiert denn eigentlich von den Inhalten dieses Studiengangs? Die Kinder. Denn dadurch finden sie qualifizierte Fachkräfte vor, die ihnen eines ermöglichen, nämlich dass sie sich frei bewegen können.